Hier in Taipei sind so viele Rollerfahrer unterwegs, man könnte fast meinen, ich bin hier in Vietnam. Aber vielleicht ist das auch nicht so weit hergeholt, denn ich habe hier eben ganz viele vietnamesische Läden entdeckt. Ich hätte echt nicht erwartet, dass es in Taiwan vietnamesische Streetfood-Küchen gibt, denn das gibt es in Shenzhen nicht. Ihr hört das wahrscheinlich nicht raus, aber die Dame hatte auch einen ausländischen Akzent. Deswegen wollte ich auf jeden Fall wissen, ob sich hier gerade zwei Ausländer auf Chinesisch unterhalten. Ich fand das Essen hier so lecker, dass ich mir noch Frühlingsrollen für meinen Tattoo-Termin danach habe einpacken lassen. Ich habe ihm gesagt, dass mir das besser geschmeckt hat als in Vietnam, und dann hat sie gesagt, dass sie den Geschmack hier angepasst hat an den Geschmack der Taiwaner.